Offiziell gehört er eigentlich in die Mitte, laut die Fluchten. Das Problem ist, es gehört eigentlich einer versetzt auch noch. Gehören da nicht eigentlich fünf sogar? Na, da gehört keiner. Ich finde so, dass es besser ausschaut. Ich glaube, wir lernen zu lassen. Ja, es passt eh so. Ja. Ja, es gehört eigentlich einer in der Mitte auch noch. Extra noch zusätzlich. Aber das schaut dann vom Muster deppert aus. Weil es ist nämlich so, wenn du die Spur hier durchgehst, dann gehört da einer her, halt da irgendwo noch einer. Und wenn du die Spur durchgehst, gehört da noch einer dazu. Halt genau in die Mitte. Und deswegen passt das irgendwie nicht. Halt passen. Aber ich glaube, so schaut es am besten aus. So, jetzt werden wir dazu machen einmal. Soll ich Wenn die man. Vögel jetzt nochmal runterstellen, oder? Boah, jetzt ist er schon wieder da. Ist er ein bisschen deppert? So. Bahn. Wie kann denn. Der hat sich noch einen Account gemacht. Dem ist Fahrt. So, wo ist denn da jetzt der eine Vogel mit. Da müssen ja noch Seelings irgendwo sein. Kannst du mir vom Haus noch Seelings holen? Weil da habe ich die im Haus rück. Ich habe nicht alle mitgenommen. Wir brauchen noch. Ah, nein, wir brauchen eh noch mehrere. Nimm alle mit oder sowas, weil wir brauchen für die Türme auf der Seite ja auch noch. So, ist gescheiter. Und wo sind. Also, Pillars habe ich 40 Stück mit. Ich weiß nicht, ob sich das ausgeht. Aber dann werden wir mal runtergehen und werden mal die Säulen jetzt fertig machen. So, zack. 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 Und etwas zum Essen, das ich auch brauchen, wenn es geht. Nimm das auch gleich noch mit. Hab was mit. Danke. Ja, nicht fliege ich mir nachher noch selber rüber, aber. Wie viel Säulen wir einfach verbraucht haben da jetzt. Ich will es gar nicht wissen. Aber ich glaube, ich habe. Nein, ich habe die falsch gebaut. So. Haben wir jetzt alle fertig? Na, da fehlt. Oh, die habe ich noch nicht fertig, die habe ich nur bis zur Wasseroberfläche gebaut. Da müssen wir noch einmal kontrollieren jetzt nachher. Ob wir irgendwelche vergessen haben zum Fertigbauen. Aber ich glaube, es passt ziemlich. Bei den Tiefen muss man noch schauen, ob da eine noch fertig gebaut gehört. Ja, es schaut gut aus. So, das schaut gut aus. Magst du IP-Bands? Nein, ich habe jetzt normale gemacht. Stimmt, mach bei dem einen bitte einen IP-Band. Kann man eh noch machen. Dann kann er nicht mehr kommen. Das Heinzelkind. So. Was du bringst jetzt ein paar Seelings, dann werde ich mir jetzt da mal den Aufgang vornehmen, dass wir den mal hinbekommen. Ja, da gibt es Links-Rechts-Teile und dann müsste das eigentlich setzbar sein. So. Das ist mir egal, da brauche ich die zwei. Hast du den einen Vogel mitgenommen mit den. Ich habe nur jetzt einen, der was leer war. Ja, aber Genommen. da müssen irgendwo noch die Schrägen sein für die Seitenschrägen. Und da Dech habe ich auch mitgenommen. Mit irgendeinen. Hat der was? Nee, der ist leer. Okay, bitte, mit welchem bin ich denn da geflogen? Ah, der. Welche? Den, was ich aufgestiegen bin. Denke ich mal, es müssen Seitenwände haben normalerweise. So, und jetzt bauen wir Und hier die. ist das Fleisch noch auch Achso, drin, die für dich. Roofs sollte ich und Fleisch sollte ich mir auch nehmen. Ja, das ist fast zu viel. Da wird das Hälfte kaputt. So, dann kommen die da hinein, kommen die da hinein. Arg, ich bin dabei.
Jo, Mosquito, willkommen im Stream. Und Servus, Swagger, willkommen im Stream. So, jetzt bauen wir den Aufgang da endlich einmal richtig. Jetzt ist halt nur die Frage, wie war das noch einmal umdrehen? E oder? Nein. Oh ja, E. Nein, scheiße, die falsche Seite. Jetzt geht sie sich genau nicht aus. So, und den Vierer muss ich da nehmen. So, einmal der linke Seite. Jetzt reiße ich. Jetzt müssen wir sich überlegen, soll ich da hinterhalb jetzt Wände setzen oder nicht? Normalerweise brauche ich es nicht. Oder zur Absicherung. Nee. Ah, ist gerade leck, oder? Wieder mal. Glaub mich. Ich kann gerade nichts machen. Jetzt geht's wieder. Hey, der zeigt mir es kurzzeitig immer an. So, das ist einmal das erste. Nummer 2. Normalerweise könnte ich jetzt die abreißen einmal. So. Und dann setzen wir auf der anderen Seite, setzen wir jetzt die andere. Jetzt kommt es auf an. Normalerweise könnte ich hinterhalb das auch abreißen. Die. Ja, klar. Oder lassen wir das und bauen wir es irgendwie zu. Weil nur Wie die. reiß ab? Das Depperte ist, dass man die Schrägen ohne den nicht stehen bleiben wahrscheinlich. Ohne die Seitenteile wieder. Ja, dann lass es so ehrlich. Das reicht eh schon. Ich Sieht glaube, ja super das aus. schaut sogar nicht schlecht aus. Wir werden höchstens hinten die Wände zumachen oder so. Noch, die zwei Stück. Hast du was noch? Na. Und da setzen wir da Säule auch noch runter. Müssen wir sich überlegen. Ich glaube, da werden wir noch eine Säule runtersetzen, dass es einfach optisch gut ausschaut, dass die ein bisschen gestützt ist. Oder überhaupt vier Säulen, dass bei jedem Schräger eine Säule runtergeht. Säulen habe ich aber, glaube ich, noch welche mit, ja. Vier Stück zu wenig zwar, aber ein bisschen was habe ich. Ich glaube, das schaut dann am besten aus, wenn ich da jetzt auch da noch eine mache. Bis zum Boden. Dann da noch eine bis zum Boden mache. Und da noch eine bis zum Boden mache. Und oben bei der Fläche machen wir nur eine da noch. Sozusagen raus. Dass wir da wieder die Ecke haben. Dann brauchen wir ein paar Ceilings noch. Ah, Sieht perfekt Pillars. aus. Pillars. Ich glaube, das schaut am besten aus so jetzt. Servus Axel. Jep, Aufnahme. Moskito, ich weiß ich jetzt nicht, kann ich jetzt genau sagen, muss ich ehrlich sagen. Kann sein, dass ich mich erinnere. Nein, auswendig jetzt nicht, kann ich, Namen kann man, merke ich mal nicht so. So, jetzt ist die nächste Frage. Jetzt machen wir Zweiertürme, oder? Haben wir jetzt gesagt. Auf die Seite. Ja, zwei Team. So, wie machen wir die? Beziehungsweise, was machen wir sonst noch? Da muss ich ein bisschen was Ich weggeben. fliege mal rauf auf dem Eisenberg und fahre mal ein bisschen Eisen. Ja, mach das. Mach das. Beziehungsweise, außer du gehst einfach nur mal Teleport gleich. Man braucht nicht drauf fliegen. Ich will fliegen, dass mein Vogel noch levelt. Ach so. Deswegen. Eigennutz. So. Da haben wir gesagt, machen wir überall Fenster hinein. Auf die zweite Position. Da kommen aber auch noch so Flügeltüren nachher hin, die werden nachher aufgemacht werden. So, jetzt kommt in die Ecken, haben wir gesagt, machen wir doppelt. Dann kommt wieder, wird wieder da ein Fenster hinkommen. Da ein Fenster. Da ein Fenster. So, jetzt habe ich keine Fenster mehr. Gut. So, ich war am TS bei deinem Geburtstag mit der langen Traktorschlange. Ah, genau, kann mich schon wieder erinnern. Kann mich schon wieder erinnern. Mit den 666 Anhängern. Ist auch so eine verrückte Idee gewesen. Aber im Stream haben wir öfter so verrückte Ideen.
Wie schaut denn das aus? Wie soll ich denn in den Türmen die Aufgänge zu den Geschützen machen? Würdest du da Leitern hinsetzen, dass man raufgehen kann? Oder soll man Stiegenhaus bauen? Nee, Leiter, recht vollkommen. Stiegenhaus wäre ein bisschen übertrieben. Lift bauen wir überall rein. Ja, das wär's. Einen kleinen Lift. Na wirklich? Kein Spaß. Ja, sieh. Gute Idee. Lift wäre halt schon irgendwas. Und wir haben gesagt, wir machen ja da so irgendwie mit Zinnen oder so irgendwas. Aber das kann ich mir nicht mehr ganz genau erinnern, wie wir das vorgehabt haben. So. Farmen? Was ist mit Farmen? Wie hoch soll man die Türme machen? Fünf haben wir doch gesagt, Na, oder? 5? Ist das nicht so hoch? Ja, insgesamt mit der, also minus zwei Wänden, was wir schon haben, also drei Ja, machen wir davon. jetzt Zinnen oder machen wir keine Zinnen? Oder machen wir. Was ist, wenn wir das so machen, dass wir spitze Sachen machen? Eine Art. So. Wie soll man das erklären? Halt, dass wir einen in die Mitte setzen, dann links und rechts eins nach unten. Und nein, da müssten wir zwei in die Mitte setzen und dann. Oder dass wir eins in die Mitte setzen, links, rechts, nach unten, so eine, weißt du, so eine Dachwand. Dann wieder eins in die Mitte, links, rechts, nach unten. Na, maximale Baugröße gehen wir nicht um, es ist zu hoch da. Servus Moritz. Wie bekommt man alleine an so viel Materialien? Keine Ahnung. Wir sind ein paar Leute, die was arbeiten. Es ist zwar nicht so viel, die farmen. Wir suchen eh immer wieder welche. Aber man kommt halt mit der Zeit an die Materialien. Es dauert schon sehr lange, aber wir spielen ja auch schon eine Zeit lang. So, jetzt ist halt jetzt wirklich die Frage, wie machen wir das? Weil mir zu kalt ist, Janni. Deswegen ist da unten ein Eisblock. Weil es wahrscheinlich nur da heraus haben wir 0 Grad. Okay, das sollte eigentlich noch kein Eisblock sein, aber egal. Doch, hab 0 Grad gehabt, der Eisblock. Ist Okay. mir schon kalt. Mit der Eisenrüstung. Oder hast du eine GT? Na, ich habe ja Chitinrüstung. Was hast du jetzt noch gebracht da? Nichts, ich überleg gerade noch mit dem Zinn oder was wir es wie wirklich bauen. Ja, also, ich bin mir nicht sicher, wie wir es machen sollen. Und ich weiß auch nicht, wie wir es mit den Türmen dann blöd. Halt, ich glaube, die Türme werden wir als erster bauen. Die würde ich jetzt um zwei Höhe noch machen, oder? Auf 5. Ja, Auf 5 und auf außen 5. nachher so ein, also, weiß nicht, nur so einen Zaun machen. So in der Art. Ja, so eine Reling. Ja. Oben sozusagen. Nein, jetzt setzen wir die genau verkehrt her. Ja, dieses. Ah, Gott sei Dank habe ich eine zweite gebaut. Aber die sehe ich wieder nicht, ob die richtig ist oder falsch. So, jetzt ist richtig. So, weil da kommt wieder auch drüber eine volle Wand. Und das andere wird noch ausgefüllt mit Fenstern. So, jetzt machen wir, wie haben wir jetzt gesagt, oben, halt, wir machen jetzt Türme 2x2. Das bedeutet, wir brauchen Eingänge zu den Türmen, die machen wir immer, keine Ahnung, ist wurscht wo. Ich würde sagen, dort wo kein einer von denen, entweder da oder da, da machen wir ein Fenster hinein und eine Tür. Am besten. So. Und kommt da. Scheiße, das eine ist verkehrt, sehe ich gerade. Ja, das sehe ich auch. Wieso kann ich nicht abreißen? Was? Ah, jetzt geht's. So, noch einmal. Das ist ein Scheiß, wenn du zwei Seedlings nebeneinander hast. So. Ja, was stimmt. Ich weiß nur nicht, ob man es aufs richtige Ceiling setzt, aber das ist mir eigentlich ziemlich egal. So, da unten kommt jetzt eine Tür bzw. ein Fenster hin, dann kommt oben drüber. Machen wir da jetzt noch einmal Fenster? Na, oder? Warte mal, nicht da jetzt. Na, da würde ich keins setzen.
Da würde Nee, die ich. Türme machen wir voll, würde ich sagen. Halt, da wird die zwei Fenster bleiben schon drinnen. Hier unten kommt noch eine Tür und ein Fenster hinein. Und jetzt kommt eigentlich eine Reihe noch drauf und dann kommt die Ebene, oder? Na, ja, fünf haben wir gesagt, das wäre noch eine Ebene drauf. Oder wir Ach so, machen ja. jetzt, keine Ahnung, oder wir machen. Wie machen wir es jetzt mit den Zinnen? Machen wir dann nur so? Schräg? Oder wir machen wirklich so schrägen, dass ich jetzt anfange mit einer Schräge von der Wand weg, dann eine Schräge hinauf, dann kommt eine gerade Plattform. Es ist ein bisschen schwierig gerade. Soll ich dazu kommen? Hab erst 30 Minuten Playtime. Du kannst gerne auf den Server kommen, Mosquito, kein Problem. Es schaut so deppert aus mit dem, wenn wir das so machen. Oder wir ziehen eine dritte Ebene komplett durch. Fragen über Fragen.